Es hinterlässt einem erschüttert und schier fassungslos das, was in der psychiatrischen Klinik zu Münsterlingen im Kanton Thurgau während mehr als 30 Jahren praktiziert worden ist. Versuche mit Menschen im Auftrag der Pharmaindustrie. Zwischen 1946 und 1980 sind Tabletten, Zäpfchen und Spritzen mit diversen Wirkstoffen und Substanzen direkt an Patienten getestet worden. Ahnungslose Versuchskaninchen waren die, davon gewusst haben sie nichts. Die Rede ist unter anderem von 36 Patienten, die während oder nach den Tests gestorben sind. Eine neue Forschungsarbeit zeigt, das Ausmaß dieser Versuche ist grösser, als bis heute bekannt war. Der Reto Hannemann berichtet. Statt wie angenommen, 1600 Betroffene sind hier am Bodensee der Klinik Münsterlingen sicher 3000 Menschen als Versuchskaninchen missbraucht worden. Mit mindestens 67 verschiedenen Substanzen. Auch solche, die nie als Medikament auf den Markt gekommen sind. Das nur ein paar Ergebnisse, die heute aus der dreijährigen Forschungsarbeit vorgestellt werden. Die überraschendsten Punkte waren für mich, dass sehr viele unterschiedliche Patientinnen und Patienten einbezogen waren in die Versuche. Also sowohl von ambulanten Patienten, aber auch von schwer chronisch kranken, sogenannten hoffnungslosen Fällen. Walter Emisberger ist mit 10 in der Klinik Münsterlingen ambulant behandelt worden und hat dann mehrere starke Medikamente schlucken. 3 Jahre lang, weil er als schwer erziehbar gulte hegi. Er leidet seither darunter, physisch und psychisch. Gern hätten wir ihn an die Pressekonferenz mitgenommen, dass er das Ergebnis aus erster Hand erfährt. Er hat aber gesagt, das wäre zu viel für ihn. Das Buch bewegt ihn sehr. Ja, es ist schon verheerend, ist schlimm, ja. Und himmeltraurig auch. Also mit diesen Personen, ich sage jetzt nicht Patienten, es sind ja nicht alles Patienten gewesen. Also ich bin mir sicher kein Patient gewesen. Ich sehe das so, dass man die Betroffenen, die Opfer da von diesem Mal, muss entschädigen dafür. Die Regierung vom Kanton Thurgau hat die Aufarbeitungskosten von rund 1 Million Franken übernommen und sich offiziell entschuldigt. Eine Entschädigung gibt es nicht. Münsterlingen ist ja kein Einzelfall, es ist eine Zeit inne. Und wenn man das also schweizweit anschaut, muss man sehen, wie viele Fälle sind da, wer wirklich kommt in Frage für eine Entschädigung. Und dann müssen wir uns auch mit der Pharmaindustrie unterhalten, weil sie hat da auch einen Teil von der Schuld. Treibende Kraft der Medikamententests war der Psychiater und Klinikleiter Roland Kuhn. Er soll zwischen 1940 und 1980 von der Pharmaindustrie 3,5 Millionen Franken durch die Medikamententests bekommen haben. Dazu war er auch maßgeblich an der Forschung und Entwicklung beteiligt. Unterm Strich sind 3 Millionen Dosierungen von Testpräparaten auf Münsterlingen geschickt worden. In der Regel hat die Pharmaindustrie den Kuhn angefragt, ob er ein Präparat würde testen. Wenn man dann aber mal in einer Versuchsreihe war, eben der Kuhn ist auch pharmakologisch interessiert, hat er vielleicht zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, die Substanz könnte man so oder so abwandeln. Die Basler Pharmafirmen Ziba, Geigi, Sondo oder auch Wander sind bei den Medikamententests involviert. Alles Vorgängerunternehmen von Novartis, die heute nur schriftlich Stellung nimmt. Aus heutiger Perspektive sind viele im Bericht beschriebene Vorgehensweisen bei klinischen Studien veraltet und absolut inakzeptabel. Wie die Historikergruppe verdeutlicht, müssen die Versuche auch im Kontext der damaligen Zeit betrachtet werden. Gerade mit Bezug auf klinische Studien wurden in jener Zeit neue Normen etabliert, deren Umsetzung aber offenbar nur zögerlich erfolgte. Der Walter Emisberger, der heute noch stark unter den Medikamentenversuchen leidet, viel Schwindel und auch Brechreiz hat, gibt sich mit der Stellungnahme von heute noch nicht zufrieden. Für die Medikamententests will ich eine finanzielle Entschädigung dafür. Wenn man denkt, wie viel Geld das die gemacht haben mit dem, oder? Mit uns Betroffenen. Die Betroffenen von den Menschenversuchen finanziell entschädigen, das ist eine Hauptforderung. Die Frage an unseren Ostschweiz-Korrespondent Philipp Inauen. Eine Entschädigung, das soll es eben gerade nicht geben. Was sind da die Reaktionen darauf?
Ja, da sind sicher viele Unverständnisse, gerade bei den Betroffenen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sicher noch für viele Diskussionen wird sorgen. Ich habe vor der Sendung mit einem Verein geredet, der sich eigentlich für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen einsetzt. Und der Verein hat schon angekündigt, dass jetzt in dem Zusammenhang auch die Opfer von diesen Medikamentenversuchen unterstützen wollen. Gerade auch in der Frage nach finanzieller Unterstützung, nach finanzieller Entschädigung. Also ich glaube, der Bericht heute, das ist zwar der Abschluss von der Auswertung, aber eigentlich erst der Anfang von der eigentlichen politischen Diskussion. Solche Medikamentenversuche hat man an anderen Orten, in anderen Institutionen auch durchgeführt. Wieso weiss man jetzt über Münsterlingen im Thurgau so viel mehr als über die Fälle in den anderen Kliniken? Ja, Münsterling ist tatsächlich außerordentlich gut dokumentiert, was die Vergangenheit anbelangt. Und das hat sicherlich zum grossen Teil auch mit dem Roland Kuhn selber zu tun. Der Roland Kuhn war immer sehr darauf bedacht, dass auch die Nachwelt erfährt, was er aus seiner Sicht Positives geleistet hat. Und er hat im Laufe seiner Karriere ein riesiges Archiv angesammelt mit Dokumenten, die er eben gesammelt hat und nach seinem Tod, wo dann als Staatsarchiv übergegangen ist. Scheinbar soll er auch kurz vor seinem Tod das Archiv nochmal durchgegangen sein, nochmal gewichtet haben, nochmal angestrichen haben, was aus seiner Sicht wirklich wichtig ist. Und die 450 Kisten, die jetzt eben im Staatsarchiv sind, die sind eigentlich Grundlage gewesen für die Auswertung. Und darum ist wahrscheinlich eben Münsterlingen besser dokumentiert wie andere Kliniken in der Schweiz. Informationen von unserem Ostschweiz-Korrespondent Philipp Inauer.